Hallihallo und herzlich willkommen zu weiterer Part von Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind immer noch im T-Rocket Quartier und wollten in diesem Part die Etage weitermachen, die wir letztes Mal, denn wir haben die Etage zu Ende geführt und wollten die nächste Etage weitermachen. Hey, und da ist ja der Top 4 Typ, Siegfried, glaube ich. Und GT, um den Schließmechanismus an der Tür zum Transmitterraum zu entriegeln, braucht es das Stimmprofil einer ganz bestimmten Person. Und zwar die von Team Rocket, Vorstandsmitglied Lambda. Ich konnte herausfinden, dass er sich im Bosszimmer versteckt hat. Allerdings ist das Bosszimmer sich ebenfalls nur mit einem Passwort betreten. Dann mal los. Zuallererst, sieht komisch aus irgendwie, müssen wir uns das Passwort zum Bosszimmer beschaffen. Müssen wir das wirklich tun, Mann? So, da oben ist ein Pokéball, den will ich auf jeden Fall tun mitnehmen. So, da sind ein paar Profs. Was auch immer die wollen. Und da oben geht's nochmal irgendwo hin. Und hier haben wir nochmal eine TM. Das lässt mal ruhig hier drin, weil schon Ewigkeiten her, deswegen weiß ich absolut nicht, wo es hier hingeht, was man hier machen muss. An den laufen wir vorbei. Die wollen sicher alle kämpfen. Da bin ich überzeugt von. Wollen gar nicht alle kämpfen. Und ihr wollt auch kämpfen. Deswegen bitten wir euch und kämpfen gegen euch alle. Ach, dieser Typ mit dem Umhang war einfach viel zu stark. So stark, dass ich alle Geheimnisse der Basis aufgeladen habe. Nur dass zwei Passwörter nötig sind, um das Source zu betreten. Das habe ich nicht verraten. Okay, er verrät mir auch nichts. So. Dann bist du dran, willst kämpfen, ja. Früher habe ich für Sylph gearbeitet. Sylph war die in Kanto. Aber nun leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, hat den Klass verdient. Die Sylph Company aus Kanto, da war auch Team Rocket schon drin. Warum bist du denn hier? Ist jetzt die Frage. Ein Schluckbock. Sowas tust du hier also. So. Ein Schluckbock. Da könnte ein Lehmschuss ziemlich dort sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Das könnte unter uns schon viel Schaden machen, bei Umständen. Und es sieht wohl danach aus, als würde es auch viel Schaden machen. Amnesie. Amnesie-Staub, fantastisch. Das ist sehr effektiv. So, dort schlage ich zwei Stücke ab, Hibiskus. Hast du eigentlich für useless Pokémon, Alter? Was los mit dir? Was haben wir immer noch nichts, ne? Okay, Crabman. Ja, ich lasse Crabman drin, weil er braucht noch ein Level Up. Level Up ist gut. Ein Level Up hier, ein Level Up dort. Machen wir die Metal Klaue. Die sollte halbwegs vernünftig sein. Oder auch nicht. Was nicht effektiv ist, weil ich dumm bin. Und nicht über nachgedacht habe, egal. Das heißt, wir machen einfach den Stampfer. Und oh nein, oh nein. Ich hasse Anziehung. Okay, hat geklappt. Wir haben es gerade so geschafft, das ist gut. Anziehung hätte uns jetzt den Kampf sehr weit hinauszögern können. Was auch nicht hart, deswegen ist alles gut. So hast du irgendwas zu sagen. Das war ein Eis, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Eine Beförderung ist mir gewiss. Diese Niederlage bedeutet gar nichts. Ah ja. Ob das Passwort weiß? Vielleicht. Aber beim Schwächlich werde ich es nie verraten. Hey, wie denn für Schwächel? Du arbeitest für Team Rocket. Bist schon schwach genug. Sichlo? Sichlo ist cool. Allerdings nicht der Typ, den ich nicht kämpfen lassen sollte. Wobei, Sichlo ist auch nur Käfer, ne? Käfer sollte mir eigentlich gar nichts anhaben, nur Pflanze. Das heißt, ich sollte dir durchaus die eine oder andere Sache machen können. Machen wir mal eine Metallklaue. Du bist eh Level 18, also ja, gut. Ist eigentlich gerade egal. Metallklaue würde ich vernichten, wenn sie treffen würde. Ah ja, kannst du verfolgen. Ich glaube, Metallklaue ist gut angegriffen, aber der fehlt so oft einfach und das ist ein bisschen nervig. Aber nur ein klein bisschen. Level Up. Level Up heißt ihr Level nehmen anderen. Oh, Schutzschild? Nein, ganz sicher kein Schutzschild. So
Das ist Schwachsinn. Lombrero. Lombrero ist definitiv kein Typ, gegen den ich kämpfen lasse. Aber Baumo ist auch nicht gut. Nee, Baumo müsste auch eine Schwäche haben. Das heißt, nur ein Stern. Über Stern sollte gut vorbeikommen. So, was machen wir? Wir machen Aeroas, ganz klar, weil Fliegen dort 2 Runden ist fucked up, deswegen. Fliegen ist ein guter Angriff, aber bevorzuge andere Flugangriffe. Das Passwort lautet Fleckmon-Route. Wow, das war krass. Das war wow. Ja, gut. So, das war klar, was da steht. Ich kann mich sogar ein bisschen erinnern, dass hier irgendwas in dieser Art war. Mach mir jetzt einen Kampf raus. Pach, du bist dumm, aber du hast die Mission gefällt mir. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für die Gruppenboss. Ja, hey, da haben wir es ja schon. Ja, natürlich hast du uns geguckt. Das kann doch nicht anders sein. Wir müssen jetzt gegen Wasser. Das ist natürlich spaßig. Das heißt, wenn wir Stampfer oder so durchkommen. Regentanz? Regentanz sollte dir nicht helfen. Ich zerstampfe dich einfach. Dann bist du tot. Wie ist das krass funfähige Spalding in Pokémon? Diese Mähne, was die haben. Oder was man das darstellen soll. Ist immer quasi das, was die sind. So nicht nur die Mähne, auch Dinge, aber zumindest auch der Schwanz. Weißt du, das sind ja so Wellen bei denen. Bei Raikou sind das so Blitze. Über Entei soll es quasi so Vulkanausbrüche sozusagen sehen. Das ist krasser Funfact. Radikale Route habe ich glaube ich gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise, ich schaue mir nochmal an. Genau. Aber ich weiß nicht, ob du sie irgendwie auswählen musst oder sonst irgendwas. Also zum Boss war es die Radikale Route und zum anderen Typ. Was auch immer. Die andere Blackbone, genau. Du willst dich ja auch kämpfen, deswegen lass uns kämpfen. Mir doch egal, wenn Pokémon bei uns explodiert und Schmerz zugefügt werden. Boah, du bist so einer. So einer bist du. Oh. Oh. Arcos also. Tatsächlich ist Arcos ein unglaublich cooles Pokémon. Das ist schon eins der besten Pokémon, was Eis darstellt, wie ich finde. Und Glazula auch, aber Arcos ist klasse. Angriff, nice. Oh nein, er liest meinen Willen. Was soll ich denn da tun? Das sollte nicht viel Schaden machen. Auch wenn du Legendary bist. Das hingegen sollte gut schmecken. Boah, sogar ein Volltreffer. Perfekt. Das heißt, die haben wir besiegt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Etagen hier sind. Ich habe absolut keine Ahnung. Es kann sein, dass wir schon die einen oder anderen hier besiegt haben. Und was wir machen, wir holen Baum raus, weil du noch ein Level up brauchst. Ein bisschen gleichmäßig leveln. Sollte auf jeden Fall da sein. Ja, diesen scheiß Baum, Alter, wie mir hinterher läuft. Wisst ihr, ich mag Mogelbaum eigentlich überhaupt nicht. Manchmal haben wir einfach keine andere Wahl. So, wir sind jetzt hier. Hier ist gar nichts außer ein PC. Ah ja, die Schlubi-Folge sind genau. Ist auch wie so ein Team Rocket-Mitglied. So, du wartest darauf, bis ich da runtergehe und unten gedauert bin. Das sind die Elektrobälle. Ich hoffe, dass die Elektroballs-Dinger gerandomized sind. Sonst haben wir eventuell ein Problem. Aber ganz groß. Ein Kind. Ich mach das. Zwar frei widerwillig, aber ich muss dich ausschalten. Musst du das? Was Problem ist, ich habe keinen Knopf zum Ausschalten. Was willst du jetzt tun? Fahim Budox. Baby. Oh, ein Eifeld. Ich kann nicht tatsächlich was machen. Machen wir ein Felsgrab. Ah. So einer bist du also, so einer. Machen wir nochmal.
Und du zerstörst Budox. Fucking Budox. Warum deine Skill? Was ist los mit euch? Wollt ihr damit aufhören? Ja, ich glaube, ich will Crabman. Ich habe jetzt keine Lust, schon mehr, noch keine Schwäche hat, aber Crabman sollte keine Schwäche haben. Deswegen bin ich da ein bisschen sicher in der Wahl. So, und machen wir den Stampfer. Fucking Sukun hier, Sukun dort. Oh nein, der Blubstrahl. Die Bläschen um mich herum platzen es alle. Was soll ich da tun? Sukun ist tot. Lunastein. Lunastein war vom Typ Psycho. Soweit ich weiß. Aber ich bin mir nicht sicher. Das heißt, irgendwas Unlichtkrasses wäre schon nice. Let's go, Kralle. Lunastein, du fucking Mond. Nein, guck dich an. Guck dich einfach an. Du bist einfach ein scheiß Mond. Du musst einfach sterben. Darf nicht leben. Analyst Scarlet. Ich musste dich verlieren. Oder so ähnlich. So. Gehen wir weiter. Jetzt sollten wir... Hey, da ist der Team Rocket. Ist es Giovanni? Sieht aus wie Giovanni. So, da kommen wir rein. Hey, du bist da. Rachel, was hast du denn schon wieder hier verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diese Team Rocket-Bolten abfahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren kein Gegner für ihn. Die Lage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich mein Pokémon nicht außer ich liebe und ihn nicht vertraue. Uff, was ein lauwarmes Gewäsch. Ich konnte mir in den Hintern beißen, als ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Du hast bestimmt hergekommen, hä? Ich dachte, du wirst Giovanni oder so. Falls es Giovanni ist, ich weiß gar nicht. So, bevor ich da reingehe, will ich noch nachschauen. Wohin führt mich dieser Weg hier? So ein Pokéball war doch klar. Raub. Raub war, glaube ich, sogar eine krasse Attacke. Also jetzt nicht krass vom Angriff her, sondern du kannst, glaube ich, ein Item von jedem klauen. Und es könnte unter Umständen hier und dort mal sinnvoll sein. So, das war Tür verschlossen. Ah, doch beide, genau. Ah, willkommen in meinem Versteck. Was? Willst du wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. Wie jetzt? Ist sie nicht aus wie Giovanni? Wir sind uns gar nicht ähnlich. Verflixt, da habe ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt. Ich bin Team Rocket Forschungsmitglied Lambda. Du dachtest wohl, du könntest mich in den Transmitterraum einschleichen. Also hast du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet Lang lebe Giovanni. Hey, jetzt bist du bestimmt baff, was ich so einfach verraten habe. Das sagt überhaupt nichts, denn du kannst damit nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, durch die Tür sehe ich keinen Zentimeter. Ah, das war das. Ich weiß, was auf jeden Fall nachher passiert. Ich erinnere mich. Und das war schon krass. Was hast du denn? Ein Enteron? Intiron? So, gegen Enteron würde ich gerne eine Kralle holen. Wobei, ist das sinnvoll? Enteron müsste noch... Hat Enteron überhaupt Psycho? Ich glaube nämlich nicht. Hat Enteron überhaupt Psycho? Das weiß ich gerade nicht. Na, schon nicht. Okay, ich bin gerade davon ausgegangen, dass du Psycho hast, wegen deiner Psycho-Sachen und so, aber du hast kein Psycho. Gut, das ist ein Fall gewesen. Das heißt, wir bleiben lieber bei Crabman. Aber ich werde mich mit Kalle und Bernd im Angriff die Schaden machen, denke ich. Und so ein Stampfer machen wir nochmal Stampfer, ja.
Ich glaube, das ist ein guter Angriff. Aussetze. Oha. Oh nein, nicht mein Stampfer. Jetzt muss ich wohl die Metallklaue einsetzen. Das ist ja mal schade. Okay, das ist gerade echt nicht gut. Die Frage ist, warum hat Enter noch kein Psychotyp? Ich kann mir seine sagen. Ich glaube, dem Schuss macht große wenig Schaden. Ich sollte euch was zu verlieren. Okay, hat gereicht. Mein Entron ist so psychomäßig da drauf, aber er hat kein Psychotyp. Und Crabman ist offiziell mein stärkstes Pokémon. Vom Level her. Kapilz. Kapilz ist definitiv nicht die Wahl. Nicht die Wahl, die ich hier haben will. Der KFC. Problem mit KFC ist, ich will es nicht so stark leveln. Falls du einen Typ lernst, dann muss ich Zersteiner wegbringen und ich kann Zersteiner nicht wegmachen. Deswegen. Ich habe nicht mal einen guten Feuerangriff bis jetzt. Deswegen wäre es echt cool, wenn KFC sich nicht so stark leveln würde. Alter, Kopfnuss. Hör auf, zurückzuschrecken, komm schon. Was hat die Wahrscheinlichkeit zurückzuschrecken und Paralyse? Was soll das? Und er spammt ja auch noch die ganze Zeit. Was soll man da noch machen? Fast ein Kapilz, also. Was willst du jetzt tun? So, machen wir Aeroas und dann bist du weg. Fucking Pilz. Das war sehr effektiv. So, Galopper. Galopper würde ich gern Crabman holen. Oh, aber du bist ein bisschen geschwächt. Wie stark ist Galopper, ist jetzt die Frage. Level 24, das kann eigentlich noch gut gehen. Hoffen wir zumindest. Hoffen wir, dass das Surf dich wollen. Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Ja, das war ein guter Angriff. Ziemlich guter Angriff. Ich war völlig chancenlos. Vergib mir, großer Giovanni. Perfekt. Vor 3 Jahren löste unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket, auch verschwand. Aber ich bin sicher, er hat irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Muachahara. Die Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Das werden wir sehen. Lange liebe Giovanni. Das Gramux hat Labendas Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa? Ich wundere mich. Ob das unser Schlüssel ist? Mann, ich kann sehen, weil Gramux ist eigentlich so bösartiges Pokémon so. Sollte zumindest eins sein. Aber irgendwie macht das es nicht. Es sollte. Aber da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Das ist ein langer Weg. Bis dahin. Ich glaube, wir kriegen das Versteck in diesem Part noch nicht zu Ende. Außer ich ziehe ein bisschen hinaus. So, mach's jetzt auf. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Nice. Stehen geblieben. Oh nein, ist noch jemand da. Wenn wir zulassen, dass sich so ein Ball wie du hier so aufspielst, wird der Ruf von Team Rock dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur Schade, sondern eine Schande. Ja, deshalb werde ich hier langsam meinen Schlussstrich ziehen. Du magst noch so stark sein, wenn du es mit Leiden gleichzeitig zumachst. Es ist auch für dich das Ende der Fahrstange, sieh es ein. Tut mir leid, jetzt wirst du zermalmt. Augenblick mal. 2 gegen 1. Findet ihr das nicht auch rechtlich unausgewogen? Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Er lebt von solchen Tricks. Tut mir leid für euch, aber ich werde euch diesen Kampf teilnehmen. Nanu, du bist nicht alleine, das passt mir gar nicht. Ihr frechen Rotzlöffel, lasst euch von mir Giovannis Vertreterin eins gesagt sein. Ihr werdet von noch früh genug erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich mit dem Rocket in den Weg stellen. Gar nichts. Weil Team Rocket fucking schwach ist.
Azubidis und eine Yanma. Uff. Fucking Boto, gell? Ach, stimmt, seine Pokémon müssen ja auch randomisch sein. Gut, das ist. Ja. Was machen wir eigentlich? Wir haben auf jeden Fall ein Käferviech. Käferviech. Das heißt, ich sollte dich angreifen. Ich schenke mal random, was da rauskommt. Scheinbar war es Schaden. Aua, nicht den Ultraschall. In den Felsgrab und stirb. Ich glaube, so wie das gehört, dieser großen. Dieser rothaarigen. Vermute ich mal, weil das Level höher ist. Fahr hier Schelke rein. So, Schelke rein ist die Pflanze. Das heißt, Gestein sollte hier neutral hier sein. Ich glaube, Butogel wird sehr wenig jucken. Weil Butogel scheint ziemlich stark zu sein. Mein Level 40 ist halt schon so ein bisschen stark. Oh, das ist eine ziemlich gute Teamarbeit. Würde ich mal sagen, weil ihr greift jetzt nur eine. Man hört auf Felswurf. Ich weiß gar nicht, welcher Typ da ist. Warst du Psycho oder Unlicht oder sowas in der Art? Wo es mal der auffällt, wenn man so ein Schutzschild in einem Teamangriff macht, lohnt es sich wahrscheinlich schon. So ein Zweierkampf. Uff, Geschenk scheint schon Wirkung zu haben. Meine Attacke trifft nicht. Natürlich trifft sie nicht. Du hast Scanner und Schutzschild. Wow. Dieses fucking Torpedis. Ist nur minimal nervig. Darf ich denn nicht? Es macht jetzt so Scanner-Zeug, man trifft es also aus Sicht nicht. Tja, ekelhaft. Dieses ekelhafte Pokémon, oh. So kann man zwei Attacken sich schützen und nur die Runde hinauszögern. Endlich wenigstens irgendeine Form von Schaden. Natürlich, war doch klar. Schubsch jetzt bitte. Danke. Fucking Zubiris. So bestimmt Wasser, das heißt, ich wäre wahrscheinlich keine gute Wahl. Das heißt, bei Wasser sollte ich wahrscheinlich irgendwas nehmen, was neutral ist. Mal ein Stern. Stern, ich habe eine gute Wahl zu sehen. Das war ziemlich guter Schaden. Das war wirklich guter Schaden. Ich meine, gut, Level 40, deswegen. Sollte ich mich eigentlich nicht wundern, aber dennoch. Machen wir den Aeroas. Wobei es eh schon tot ist, also ist gerade egal. Oh, Panferno. Yikes. Ein Panferno hast du wohl. Ein Gen 4 Starter. Wow, einfach nur wow. Aber ist schon tot, deswegen ist nicht schlimm. Fucking Panferno. So ein Jammer, jemand hätte es bei T-Rock bis in den Vorstand schaffen. Was auch immer. Ach und wenn schon, jetzt wo uns denn nichts mehr geklickt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Und die Sache ist sehr viel größer als das alles hier zusammengenommen. Du wirst noch sehen, von dem Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sieh diesen Tag mit Freude entgegen. Muahaha. Nimm's mir nicht übel. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses letzte Mal das Signal stoppen.
Diese Maschine ist an allem schuld. Aber ich finde nichts bei den Schalter, dann gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Man sollte aus diesem seltsamen Signal nicht mehr gesendet werden. Diese unschuldige Elektroball tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt eben keine andere Wahl. Oh, kümmere dich um die rechte Seite und übernimm die linke. Ach so, fuck. Ich kann überhaupt nicht lesen. So. Wir müssen jetzt machen, allerdings ist der Part schon sehr, sehr lange. Es wird auch der Rest von dem Versteck sein. Das machen wir im nächsten Part. Deswegen, ja, wie das Ganze weitergeht, mit Elektroballs und wahrscheinlich auch dem Arena-Kampf. Wir müssen direkt drauf folgen. Auch die sollte wahrscheinlich auch ein bisschen vorbereitet sein. Egal. Bis dahin, würde ich sagen. Alola.